Ja, in Silverstone gehen wir in die finale Runde der Forza Tourenwagenmeisterschaft und damit guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Motorsport 7. Wir werden heute die Honda Civic fahren in der Castro-Lackierung, allerdings in der modernen, die habe ich gefunden. Ist auch sehr gut gemacht, finde ich. Wir fahren das Ganze im Regen. Wird also interessant, das könnte, glaube ich, das erste Regenrennen im LP sein. Und ja, wir fahren aber tatsächlich trotzdem, obwohl es nur ein Rennen jetzt ist, nur 7 Runden, also immer noch nur ein kurzes Rennen. Heißt, ist dann dementsprechend eine etwas kürzere Folge, aber ja. Für die Leute, die sich fragen, warum kein Motorsport mehr kam in letzter Zeit, das liegt aber daran, dass ich einen ekelhaften Bug hatte, dass manchmal die Leitplanken so ein bisschen geflimmert haben, auch im Rennen. Und deswegen habe ich jetzt einfach so ein bisschen gewartet, bis dieser Bug beheben würde. Oh Gott. Alles gut. Ich habe jetzt kein allzu krasses Setup gebaut, tatsächlich. Boah. Hey Jungs. Wir können über alles reden. Boah, ich merke auf jeden Fall einen krassen Nachteil. Das ist wirklich, ich sehe wenig nach unten. War halt gerade so ein kleiner Nachteil, weil ich nicht gesehen habe, genau wo jetzt die Straße ist. Oder wo vielleicht schon Offroad anfängt. Aber ja, hier muss ich mich jetzt leider durchkämpfen. Durch das Feld, weil ich doch relativ weit hinten gestartet bin. Ja, ein Regen soll es sein. Ich denke mal, der Regen wird dann bald anfangen. Oh ja, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Der Typ ist reingezogen. Da war aber ich leider noch. So, in die ist es rein. Er hat zurückgezogen. Ja, Silverstone, eine Strecke, die ich persönlich eigentlich nicht so mag. Die fahre ich eigentlich nur, wenn ich muss. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie mit dem Layout nicht so viel anfangen. Ist halt leider so. So. Hola. Ja, tut mir leid. Muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen ans Fahrverhalten gewöhnen. Weil sich das ganze Ding doch anders fährt als Motorsport, Quatsch, als Formel 1 und Horizon. Was halt so ziemlich die einzigen beiden Rennspiele sind, die ich den letzten Monat gespielt habe. Ab und zu mal ein bisschen Assetto Corsa Competition, ne? Aber das war's dann auch schon. Aber wir kommen hier gerade tatsächlich ganz gut durch. Die Frage ist halt, wann der Regen einsetzt, weil das kann natürlich auch nochmal ein Vorteil werden dann für mich. Kann aber natürlich auch ein Nachteil sein. Ich habe jetzt Feintuning-technisch nicht allzu viel gemacht. Ich habe lediglich die Aero ein bisschen umgestellt. Und sonst 0815 Standard. Aber so wie es aktuell steht, reicht das zumindest, um durchzukommen. Ja, Frontantrieb ist halt immer eine feine Sache. Ich habe auch einen Mod reingehauen, Rennen im Regen. Das heißt, ich hoffe einfach, dass der Regen bald einsetzt. Muss er eigentlich, laut dem Symbol. Ja, eigentlich hatte Volvo ein bisschen mehr Power als ich. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Möglichkeit, bei den Upgrade-Teilen entweder die Frontreifen breiter zu machen oder ein bisschen mehr Leistung einzuhauen. Ich habe mich für die Power entschieden, weil VTEC kicks in, yo, und den wollte ich unbedingt haben. Ah, guck mal, jetzt fängt es an zu regnen. Sehr gut.
Nee, auf jeden Fall. Ich dachte halt einfach, ich wusste nicht, dass es ein Drehgerät ist, sonst hätte ich vermutlich auf die Kurbellage gedrückt. Aber ich dachte mir halt, ich habe da doch zu wenig Leistung, wenn ich mich für den Grip entscheide, als dass ich da großartig was anfangen kann. Geil. 20 Sekunden Regen und schon sind die Pfützen da. Immer wieder angenehm. Oh Gott. Leicht verbremst. Muss mich jetzt hier gegen so ein Audi verteidigen. Hat funktioniert. Oh Gott. Also die Kurve geht nicht mehr voll. Das kann ich knicken. So, zwei Leute noch vor mir. Ich glaube, für die Meisterschaft würde es reichen, wenn ich so einfach als Dritter bleibe. Aber ich fahre nicht um den dritten Platz, zumindest nicht im Motorsport. Ich fahre um den Sieg. Und hier bin ich jetzt doch wieder ein bisschen rangekommen. Ja, steig halt noch mehr auf die Bremse. Ist okay. Damit habe ich das halt nicht gerechnet, dass er so krass draufsteigt. So. Pro-1 vorbei. Jetzt haben wir noch einen vor uns und der ist kein Unbekannter. So ein komischer Rai 90. Pfütze. Oh. Du merkst halt echt, wann der Turbo reinkickt und jetzt kann es halt ekelhaft werden. Wenn die Leistung dann auf einmal da ist, wo du sie nicht brauchst. Und wenn es kein Turbo ist, dann hat der Motor echt eine sehr komische Leistungsentfaltung. So. Ja, warum bin ich nicht in die Box gegangen, um mir Regenreifen zu holen? Weil es Forza Motorsport ist und da haben wir keine Regenreifen. Im Prinzip haben einfach nur die normalen Reifen, mit denen ich antrete, also die Rennreifen, ein bisschen mehr Profil, sodass die quasi auch im Regen ganz gut klarkommen. Aber ansonsten, ja, ein taktischer Reifenwechsel ist hier leider nicht möglich im Motorsport, was ich sehr schade finde. Es ist einfach eine unfassbare taktische Komponente, die hier wieder rausfällt. Ist so eine Sache, die ich mir für Motorsport 8 wirklich mit am meisten wünsche. An Features, verschiedene Reifensätze also im Rennen. Zumindest für Rennwagen wäre das ganz angenehm, finde ich. Ah ja, wir haben uns jetzt hier an die Spitze gesetzt. Jetzt müssen wir da nur noch bleiben, die letzten drei Runden. Was jetzt einfach mal, hoffe ich, kein allzu großes Problem wird. Im Regen sind die Gyarataria ja generell nicht so schnell.
Da ist immer noch eine Pfütze außen. Oh. Was eine Lernkurve, ey. Das ist echt ein Kreis. So, ich fahre hier im Übrigen nach dem Prinzip Vollgas ist das beste Gas. Weil ich einen Frontantrieb fahre und mir da der Arsch sowieso nicht rumgeht. So. Eigentlich super uneffizient, wie ich hier fahre. Aber gut, dementsprechend habe ich auch einen Reifenverschleiß, aber das sollte kein Problem darstellen. Da hängt einer aber sehr weit hinten dran. Der ist gerade auf die SS zugefahren. Uiuiui. Ja, diesmal werde ich dann aber dran denken. An diese Pfütze. Kostet uns einfach nur unnötig Zeit. Und eventuell drehe ich mich dadurch, weil ich dann ja auf einer Seite gar keine Traktion mehr habe. Quasi gar keinen Bodenkontakt mehr. Das ist natürlich eher schlecht in dem Rennen. So, ja, wir haben eigentlich schon den ordentlichen Vorsprung rausgeholt. Da kommt die KI gerade nicht mehr ganz so hinterher. So, ja, guck mal. Es geht auch ohne Pfütze. Typisch englisches Wetter. Immer Regen, dauerhaft. Die kennen gar nichts anderes. Ist natürlich dann immer ein bisschen herausfordernd, aber in der Rennserie geht das ja tatsächlich noch. Wenn ich jetzt irgendwie Gruppe C oder so fahren würde, oder NASCAR oder so, da ist Regen halt natürlich fatal. Wie gesagt, hier ist es ja wirklich noch ganz okay. Ich meine, der Serie, die ich dann als nächstes fahre, ist es halt natürlich auch, wäre Regen auch nicht so geil, aber da wird es auch, glaube ich, gar nicht regnen. Hoffe ich zumindest. Denn als nächstes, und das habe ich ja letzten Monat schon angekündigt, werde ich IndyCar fahren. Außer im Forza Monthly Stream, welcher für euch gestern kam. Für mich morgen erst wird eine unfassbar krasse Rennserie für Motorsport angekündigt, wie im DTM oder so. Oder ein komplett modernes GT-Feld. Glaube ich aber nicht dran, weil die jetzt schon an Motorsport 8 arbeiten. Ich glaube, Motorsport 7 ist für Turn 10 jetzt nur noch eine Art Tech-Demo. Oder ja, ein Experiment, wo man dann nur noch eben mit dem Forza Race Regulation so ein bisschen experimentiert, was funktioniert, was nicht. Dass man das dann direkt in Motorsport 8 einarbeiten kann. Ist natürlich schade, weil Motorsport 7 dann an sich so ein bisschen die Motorsport 5 Route oder eine Motorsport 5 Spur hinterlassen wird. Einfach nur ein Experiment. Es soll halt auf der Plattform gut laufen und Content, Mechaniken etc. kam halt nicht. Aber das habe ich mir auch schon von Anfang an gedacht, wie das Spiel rauskam. Weil halt wirklich nichts Neues dabei war und es gerade mit dem Kontrast Motorsport 6, was für mich immer noch ein sehr, sehr gutes Motorsport war, echt ein sehr harter Unterschied war. Motorsport 6 gab es wirklich sehr, sehr viel Neues. Da gab es, ich glaube, 7 neue Strecken. Die Fahrzeuge, die reingepatcht wurden, waren halt Rennwagen zum Großteil.
Und nicht sowas wie hier Offroad an SUVs. Ja, ich denke mal, Motorsport 8 wird dann nächstes Jahr zusammen mit der Scarlett erscheinen. Als Release-Titel wird, denke ich, auch mal, sagen wir mal ehrlich, Forza ist eine der größten Marken oder eines der größten Franchises von Microsoft. Wenn da nicht bald nach der Scarlett dann ein Motorsport-Titel mit erscheint oder ein Forza-Titel generell, wobei ich halt der Meinung bin, dass wir, bevor wir ein neues Horizon kriegen, ein neues Motorsport bekommen, dann gibt es auf jeden Fall ein Problem, weil dann haben die das gleiche Problem, was Nintendo hatte mit der Wii U und auch mit der Switch am Anfang, dass halt die ganzen großen Titel wie ein neues Super Mario erst sehr, sehr viel später kamen und dadurch dann auch eben, oder unter anderem dadurch dann auch eben die Verkaufszahlen gering waren. Ich meine, gut, eine Switch, ich bin ganz offen, wenn sie nicht so teuer wäre, so für 200 Euro würde ich mir eine Switch kaufen. Aber für die 300 Euro ohne Spiel, was sie immer noch kostet, ist es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Zumal auch, ich würde mir eine Switch unter anderem wegen Pokémon kaufen. Und das neue Pokémon, ey, ganz ehrlich, von dem, was ich bisher gehört habe, so von wegen, dass beispielsweise nicht alle Pokémon vorhanden sein werden in den Spielen selbst. Und zwar nicht nur wie in den anderen Spielen, die kannst du nicht fangen, sondern die kannst du auch nicht übertragen. Das ist für mich absolut schwach. Das heißt, ja, wofür würde ich mir eine Switch zulegen? Für sowas wie Mario Kart. Und dafür brauchst du halt auch andere Leute, mit denen du das zockst. Aber wir sind halt alle der gleichen Meinung. Die Switch ist einfach viel zu teuer für das, was sie bietet. Immer noch. Die ist ja jetzt mittlerweile 2 Jahre alt fast. Und hatte noch keinen großen Preissturz. Weil halt auch einfach keine neue Nintendo-Konsole kommt, wie beispielsweise eine Switch Slim oder sowas. Was mich aber halt echt wundert, dass die Switch trotzdem noch so teuer ist, weil die Wii U und auch die Wii waren schon sehr, sehr schnell sehr, sehr günstig. Aber gut. Wir spielen nicht auf einer Nintendo, wir spielen auf dem PC. Und haben deswegen auch instant mal das Rennen gewonnen. Mit einer geileren Grafik, als die Switch je könnte. Tut mir leid, ist kein Master Race-Ding. Davon bin ich weit entfernt. Ich hasse solche PC-Master Race-Menschen. Aber die Grafik wird Nintendo ein paar Jahrzehnte nicht hinkriegen. Da bin ich mir sicher. So. Ja, wie gesagt, die Meisterschaft haben wir gewonnen. Jedes Rennen haben wir, glaube ich, sogar gewonnen. Ist ordentlich. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Ja, guck mal, kriegen wir ein bisschen was an Geld. Boah, das ist halt echt nicht wenig. 200.000 Credits. Ich empfehle halt jedem echt immer wieder in diesen Mod-Shop reinzuschauen, um sich dann eventuelle Mods zuzulegen. Oder auch beim Level-Up einfach mal hier so kaufen. Was kriege ich? 5 gute Windschattenfahrten. Gut, das werde ich vermutlich eher nicht so abschließen. Damit verdient man halt im Motorsport echt immer noch am meisten Geld. Alle 3 Mods sind fertig damit. Das ist sehr schön. Wobei, bei IndyCar oder NASCAR könntest du das ganz gut machen. So. Genau, apropos IndyCar, das wird dann die nächste Meisterschaft. Ich denke mal, die wird hier sein, oder? Nee. Dann aber hier vermutlich. Ja, da ist es. Amerikas Ultimate-Rennsitzermeisterschaft ist die schnellste Rennserie der Welt. Dabei spielt die Aerodynamik eine tragende Rolle, da die Wagen Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h erreichen können, wenn sie nicht gerade Steilwandkurven befahren oder in Überholmanöver verwickelt sind. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die schaffen sogar über 315. Aber ja, warum will ich das fahren? Weil wir haben jetzt die neue Season und zwar auch, wie wir sehen, sowohl mit der Oval-Aero als auch eben mit der Road-Aero, was ich halt super geil finde. Ich werde, denke ich mal, da wir sowohl 2 Chevy als auch 2 Honda haben, werde ich, denke ich mal, weil wir 6 Rennen haben, das erste Mal Chevy fahren, dann das zweite Rennen Honda und dann halt nochmal je einmal Chevy, einmal Honda. Kann man machen, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, gibt es deswegen auch keine Abstimmung.
weil die Rennserie feststeht. So, also, bis zum nächsten Mal. Servus.